Hallo, werte Spieleflutsurfer, willkommen zurück zu einer neuen Folge der Serie Let's Show. Heute das Spiel 404 Side 404. 404 kennt ihr bestimmt als die typische Fehlermeldung aus dem Internet. Und wenn ihr jetzt mal rechts schaut, if net neutrality goes away, it will fundamentally change everything about the Internet. Da kann man schon sehen, dass das Spiel natürlich hier auf der einen Seite auch mit Internet und so einem Kram zu tun hat, auf der anderen Seite aber auch eine Aussage hat. Jetzt ist halt die Frage, ist es ein politisches Spiel? Ist es ein politisches Spiel? Ja, wir werden es wahrscheinlich herausfinden. Ich spiele doch mit der Maus. Ich dachte mit dem Gamepad. Aber gut. Dann schon mit der Maus. Ja, wie jetzt doch Gamepad oder was? Scheinbar doch Gamepad. Roll Jump. Wie sonst was? Speed Burst, Ping, Roll Jump. Ich glaube, den brauche ich nicht. Aber den komischen Zeiger steuere ich mit dem Gamepad. This strange. This komisch. This strange. Roll und Jump. Ich glaube, ich habe in das Spiel sogar mal reingespielt. Aber das ist auch völlig egal. Jetzt wir gucken es an. Ping. Nee. Aha. So, es ist also ein Rennspiel, ja. Okay. Es ist ein Rennspiel. Wir müssen über diese Abgründe springen, ohne dabei zu fallen. So, also quasi jetzt schon mal falsch. Ich sag euch gleich. Entschuldigung. Das werde ich... Oh, fuck. Das möchte ich doch lieber mit Maus spielen. Wie spiele ich das denn am besten mit Maus? So, wa? Ja. Maus ist hier gerade für mich tatsächlich angenehmer als Gamepad. Ich glaube, das kann man auch so schon sehen. Activate Ping to Launch. Jetzt habe ich natürlich gerade überhaupt keine Ahnung, welche Taste denn der Ping bei der Maus ist. Wir springen deswegen einfach mal lieber so. Und das hat jetzt mit dem Abrollen auch nicht wirklich funktioniert. These are fast lanes. Ah ja, so werde ich also schneller. Alright, auf den grünen würde ich sagen, ja. Zumindest sieht es so aus. Da sie grün sind. Slow lanes. Ah, die bringen meine... Die töten meine Rampen. Was? Turn off your ping. Wie denn? Ich soll nochmal in die Option rein. Ping. Nee, blablabla. Hier, wie? Nein, keine Tastenbelegung? Was jetzt los? Hallo, hallo, hallo. Tastenbelegung? Nix. Nee, dann weiß ich jetzt auch nicht, wie ich das jetzt mache. Jetzt kann ich mit der Maus nicht mehr drehen. Ach, so ein Quatsch hier. Müssen wir mal von vorne anfangen. Das ist ja scheiße. Also. Ping. Links. Haha. Speed Burst rechts. Was ist dieses? Ach, Speed Burst hätte ich auch auf E, ja? Und Rollen auf C. Da kann ich auch lange X drücken, wenn da C steht. Also. Ping. Links. Speed Burst rechts. WASD. Und C. Gut, also nochmal von vorne. So, jetzt ist der Ping also an. Mhm. Spacebar or A? Also mit A, nee, Entschuldigung, mit Space erstmal springen. Im Sprung. Kann ich das steuern mit der Maus? Ja. So. Also, dann nochmal von vorne das Ganze. In der Hoffnung, dass ich jetzt die Steuerung besser drauf habe. Spiel sieht an sich von der Grafik her ja recht einfach aus, ne? Soll ja so ein bisschen Cyberspace sein. Jetzt habe ich es gerafft. Wenn der Ping an ist, dann muss ich auf diesen orangenen... Warum sage ich orange? Es ist fucking lila! Feldern auch gar nicht mit Space springen, sondern das macht er automatisch, weil der Ping an ist. So, jetzt wieder auf die grünen hier. Einmal Geschwindigkeit aufnehmen. Okay. So.
Das spart mir schon mal einiges an. Springen. Ich weiß nicht, ob ich das hätte vermeiden können. Wir nehmen nochmal hier ein bisschen Speed wieder auf. Turn off your ping. Ja, ist ja fertig. Können wir wieder anstellen. Ach, dann finde ich hier erst den... Ah, wenn der Ping an ist, kann ich diese Speed Lanes oder sowas sehen. Wenn er aus ist, sehe ich das nicht. Okay. Manchmal muss ich ihn aber ausstellen, ja? Habe ich auch verstanden. Gut. Jetzt wird's auf der einen Seite schnell, auf der anderen Seite aber auch bisschen schwieriger, weil es krummer wird. Mhm. Der Trick ist also tatsächlich, glaube ich, hier den Ping rechtzeitig an- und auszustellen. Ah, da hätte ich, kann ich auch drüber springen. Sehr gut, sehr gut. Bin ich schnell genug? Ich habe keine Ahnung. Scheinbar ja. Ich würde sagen, wir lassen den Ping einfach an. Weil der ist ja doch meistens hilfreich. Oh Gott. Rechts, links. Wir mussten uns mal schnell entscheiden. Wo geht's denn eigentlich? Ich habe keine Ahnung, wo ich hinlaufen muss, ja. Aber ein Speedboot haben wir trotzdem. Speedboost haben wir trotzdem noch. Komm, wir nehmen das hier mal mit. Flipper. Man flippert sich so durch. Oh Gott. Scheiße. Na, ob das jetzt noch reicht? Ja, es reicht ja Gott sei Dank noch. Oh, einmal runter. Keine Ahnung, wohin. Scheinbar war das noch richtig. Also, Spiel sieht auf jeden Fall sehr minimalistisch aus. Muss aber sagen, dass es durchaus bockt. Vor allen Dingen, weil es ja doch so ein bisschen auf Geschwindigkeit und so weiter ankommt. Das macht schon Spaß. Ist natürlich jetzt nicht der... Wow, okay. Absolute, hyper, mega, was weiß ich was, Burner. Aber... Es macht Spaß. Ich habe es tatsächlich ja vor dem Let's Show einmal kurz gespielt. Hatte ich auch, glaube ich, vorhin gesagt. Da war ich bei weitem nicht so weit gekommen wie hier. Da hatte ich nämlich auch wirklich nur ganz kurz mal reingespielt. Ich glaube, 3 Minuten oder sowas, ja. Also in keiner Art und Weise hiermit zu vergleichen. Aber jetzt, wo das Ganze A schneller und auch B ein bisschen schwieriger wird, muss ich sagen, das macht schon Spaß. Okay. Das Einzige, was ich auch die ganze Zeit mache, ist hier Vorwärtslauf mit W. Ich habe also keine Ahnung, wo ich wirklich hin muss. Aber das Spiel zeigt uns das ja quasi auch von allein. Oh, 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 oh. Nein, sowas. Da sind wir tatsächlich runtergefallen. Wegen diesen blöden Inhibitern. Die uns ja die Geschwindigkeit rausnehmen. Ach, jetzt habe ich zu früh den Ping aktiviert. Verstehe. Dann macht es ja doch dann... Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Alter, das ist ein bisschen knapp hier. Möchte ich ja mal so sagen. Gut. Also ich bin sehr froh, dass das Spiel hier uns von alleine lenkt. Denn sonst hätte ich echt mal überhaupt keine Ahnung, in welche Richtung ich laufen müsste. So, null. Reicht das noch? Ja. Ich hoffe, dass... Ja. Ach, scheiße. Es kommt natürlich, wie man merkt, auch auf Zeit an. Aber momentan brauche ich mir da keinen Stress drum zu machen, irgendwelche Rekorde zu brechen oder sonstiges, weil ich spiele es ja zum ersten Mal, von daher werde ich überall die beste Zeit erreichen. Guck mal, jetzt hätte ich also auch ganz woanders hinlaufen können. In dieser Zeit, glaube ich, hier wird immer das nächste Level geladen, ne? Ich glaube, das haben sie auch ganz nett gemacht. Ich habe keine Ahnung. Verdammt, ich habe gedacht, die springen automatisch. Ich habe keine Ahnung, ob man das hier im Multiplayer spielen kann.
Wenn ja, fände ich das natürlich eine super coole Kiste. Aber ich weiß nicht, ob... einmal runter hier. Und wahrscheinlich abrollen. Nee, das reicht ja auch. Oh, ja. Habe ich mein Ping nicht ausgestellt? Bin nochmal mit Speedboot dann vorbeigesprungen. Oh ja, sexy. Multiplayer könnte ich mir das tatsächlich echt richtig cool vorstellen. So, wir müssen scheinbar hier lang. Oh, 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 alles so langsam hier. Oh, oh, oh. Ja, das kann man ja auch nicht sehen. Da noch! Alter! Okay, scheinbar gibt es auch noch mehrere Arten, wie man so ein Level beenden kann. Also mehrere Wege. Muss man auch wahrscheinlich noch herausfinden, welcher davon der schnellste ist. So, wann kann ich den wieder anstellen hier, mein Ping? Jetzt am besten. Ja, gerade noch rechtzeitig. Oh! Ja klar, wenn sie mich da... Ha! Den Ping zu früh angestellt. Also habe ich mich selbst ausgebremst. Womit ich dann natürlich nicht genug Geschwindigkeit hatte, um den Sprung zu schaffen. Also nochmal. So. Guck mal, dann brauche ich also den Ping auch gerade gar nicht. Dann stellen wir ihn hier unten wieder an. So, ich habe jetzt keine Ahnung, wie euch das Spiel gefällt natürlich. Ich muss sagen, mir macht Spaß. Was ich so ganz ehrlich nicht erwartet hätte. Aber mir macht es tatsächlich Spaß. Vom Spielprinzip her, glaube ich, habe ich euch alles gezeigt. So dass wir gleich hier auch schon einen Cut machen können. Oh je. Yeah. Gleich auch schon einen Cut machen können. Weil, ne? Ich glaube nicht, dass das Spiel jetzt noch groß andere Sachen in petto hält. Außer, dass es eben immer schwieriger wird und die Wege immer wilder. Oh. Da wäre eine Linkskurve gewesen. Es ist ja oft so, habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen, wenn ihr meine Let's Shows ein bisschen öfter guckt, sage ich auch immer wieder, es ist gar nicht wichtig, dass die Spiele die beste und tollste und abgefahrenste und was weiß ich was Grafik haben. Wichtig ist einfach nur, dass das Spielprinzip funktioniert. Und das tut es hier, auch wenn ich gerade echt zu langsam war. Weil ich momentan noch einfach nicht weiß, wo ich hin soll. Überhaupt nicht. Und diese Inhibitor ja auch tatsächlich ein bisschen schwierig sind. Weil man immer wieder den Ping ausstellen muss, dadurch Geschwindigkeit verliert. Die man dann für diese blöden fucking Sprünge auch echt braucht. So, jetzt bleibe ich einfach hier unten. Ich hoffe, dass das trotzdem richtig ist. Oh Gott, nein. Ja. Gut, dieses permanente Failen in Anführungszeichen will ich euch einfach auch nicht... Wie komme ich denn da rüber? Kann das sein, dass ich zu schnell bin? Ich war zu schnell. Tja. Das gibt's also auch. Okay. Also, was habe ich gerade gesagt? Ja, das... Oh, ihr seid ja Arschlöcher. Das konnte ja keiner ahnen. So, trotzdem, bevor ich hier jetzt noch weiter rummache, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, meine Lieben. Ihr könnt mir ja wirklich mal schreiben, was ihr von so einem eher minimalistischen Spiel haltet. Würde mich wirklich interessieren. Ja, also minimalistisch meine ich von der Grafik her, von den Aufgaben her natürlich auch, aber... Schreibt es mir mal. Wäre das was für euch? Wäre das nichts für euch? Braucht ihr, was weiß ich was, die absolute Hammer-Mega-Sonst-was-Grafik zum Spielen? Ja. Oh, verdammt, so oft wollte ich jetzt auch nicht abstürzen. Egal, schreibt es mir. Und ich sage vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Macht es gut, sagt euer Amano. Ciao.